Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und es ist wieder Zeit mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Und ich habe mal ein paar Einstellungen vorgenommen an der Audio. Ich habe mal alles ein bisschen leiser gedreht, bis auf die Dialoge, da die Dialoge echt leise rüberkommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Habe die Einstellung einfach mal geändert. Ich hoffe, man versteht jetzt die Dialoge besser von den Leuten hier. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt am Meer, in einem Land des ewigen Frühlings. Die Luft trägt den Geruch des Ozeans, der Märkte und der Gärten. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Tage oder Wochen, ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Baals überlassen. Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Baal legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Ja. Also wir haben ja viele Möglichkeiten. Habt ihr schon mitgekriegt? Ich habe jetzt mal drauf geachtet, wie der Ausschlag ist bei dem Dialogen. Der ist ziemlich hoch. Ich denke doch, man sollte es jetzt gut verstehen können. Und ich hoffe, es ist aber nicht zu laut. Allgemein das Spiel jetzt, dass es nicht zu laut ist, dass man mich nicht mehr versteht. Ich hoffe, das passt so. In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Baals entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustemmen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Werden wir tun, Meister. So, Dankeschön für die versiegelte Rune. Die werden wir diesmal jetzt gleich mal nutzen. Ich habe, bevor ich die nächste Aufnahme gestartet habe, mal hier den Raum leer geklaut. Und mal den Scheiß mitgenommen. So, wir haben Dietrich. Ja, natürlich ein Bogen. Dankeschön, echt. Ärgert mich gerade. Warum ist da jetzt keine Axt drin, weißt du, was ich meine? Ich meine, die wissen doch, das Spiel muss doch gerade mitkriegen, was ich spiele. Für einen Charakter. Das finde ich ärgerlich, dass das nicht angepasst ist. So, Torso. Achso, hier Catwells Robe. Ja, die sieht schon in Ordnung aus jetzt erstmal für den Anfang. So. Okay. Wir sollten... Wir müssen nebenbei auch ein bisschen Magika skillen. Da wir auch Magika brauchen zum Heilen zum Beispiel. So. Okay, wir haben einen Skillpunkt.
gucken jetzt mal hier rein. Da haben wir Trennen und kritisches Stürmen. Das möchte ich jetzt erstmal noch gar nicht skillen. Ich würde sagen, dass wir erstmal das haben. So. Ich habe schon einiges an Verbrechen gesehen, aber das war einfach dumm. Könnten wir eigentlich noch das nehmen? Würde ich meinen. Oder warte mal. Die passive Skills haben wir hier noch nicht. Da auch noch nicht und da auch noch nicht. Okay. So, ich sollte mal meinen Handyleser drehen. Moment mal eben. So, Handy ist leise gedreht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Sonneneruption noch mit und dann lege ich das nämlich auch so und dann lege ich das nämlich auch so. Dann kann ich mich da besser dran gewöhnen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir kurz zurück. So, den hier legen wir dahin und das andere man nämlich dahin. So, dann hätten wir das. So, mit dem müssen wir nicht mehr labern. Wir gehen jetzt hier rein. Erste Quest auch an. Ihr da, Durchnester. Willkommen auf Kenartis Rast, mein Freund. Der Orkan muss wirklich schrecklich gewesen sein. So viele verletzt, verwirrt. Sprecht leise. Versucht keine Aufmerksamkeit zu erregen. Razumdar ist auf einer durchaus heiklen Mission hier. Ihr seid genau das, was die Bandari empfohlen hatten. Mit euren Händen und Ras gutem Aussehen bringen wir diese Sache sicher zu Ende. Da sehe ich aber besser aus, mal ganz ehrlich. Zuerst eine Frage. Woher kamt ihr denn? Ein dädrischer Fürst, sagt ihr. Ras hat ein Näschen für Lügen, aber ihr duftet frisch wie eine Meeresbrise. Doch was werdet ihr sagen, wenn jemand anderes euch fragt, woher ihr kommt? Aha. Ihr seid ganz schön zielstrebig, was? Es ist gut, zielstrebig zu sein. Zurzeit ist es aber auch gut, nicht weiter aufzufallen. Eure plötzliche Ankunft? Nicht sehr unauffällig. Versteht ihr? Das solltet ihr nicht. Ihr solltet auf eure Instinkte vertrauen. Geht, wenn ihr wollt. Niemand wird euch aufhalten. Oder ihr begleitet Ras und tut, was ihr könnt, damit wir uns wieder erholen. Mehrt dabei euer Ansehen und euren Reichtum. Es ist einzig und allein eure Entscheidung. Weil ihr kein Soldat seid, was nützlich ist. Ihr könnt mit den Einheimischen sprechen und ihnen versichern, dass wir weder Invasoren noch Marodeure sind. Nun kommt,
Versuchen wir uns unterzumischen. Okay. Haben wir unsere erste Quest angenommen. Und werden die jetzt mal ebenfalls erledigen. Ich bin froh, dass ihr wieder auf den Beinen seid, Rekrut. Ich brauche einen Speer, der in die zerrütteten Untiefen geht. Der Großteil unserer Flotte ist im Westen untergegangen, aber nur wenige Überlebende kommen aus dieser Richtung. Wir haben eine Seeviper gefangen, die das Lager ausspioniert hat. Diese Piraten sind nie allein unterwegs. Findet heraus, ob welche von ihnen in den zerrütteten Untiefen sind. Und falls dem so ist, was sie auf dieser Insel treiben. Natürlich solltet ihr allen schiffbrüchigen Überlebenden helfen, die ihr findet. Wir müssen jeder unseren Beitrag leisten. Sprecht mit Eal Seal, bevor ihr in die zerrütteten Untiefen geht. Er ist gerade von der Erkundung eines Tempels hier in der Nähe zurück. Der Zaubermeister behauptet, ein bisschen was über alles zu wissen. Deshalb könnte er gewisse Einblicke haben, wie diese Seevipern für gewöhnlich so vorgehen. Zu Eal Seal geht's da lang. So, wir sind hier schon. Es gibt immer noch mehr zu erledigen. Mächtiger Grafikfehler hier. Okay. Jeder würde gern die Schuld von sich weisen. Selbst die, die nichts von Schiffen und vom Segeln verstehen. Okay. Vorzüglich, nicht wahr? Wir müssen einen besonderen Raum für den trauernden Stein errichten, wenn wir ihn zur Magiergilde zurückbringen. Entschuldigt? Brauchtet ihr etwas? Ja, der Tempel der trauernden Quellen ist eine alte Khajiit-Ruine nicht weit von hier. Wir haben den trauernden Stein aus einer der Kammern ausgegraben. Wie ihr sehen könnt, ist sein Wasservorrat endlos. Was? Meint ihr Piraten? In einem uralten Khajiit-Tempel? Lächerlich! Wir haben nur die untoten Krieger gesehen, die unser Lager überrannt haben. Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, spukt mir da ein gutes Dutzend Ideen im Kopf herum, aber die sind alle weitaus weniger faszinierend als der trauernde Stein. Wahrscheinlich eine Art uralter Fluch. Bei diesen Dingen ist das meistens so. Der hat so leichte Zuckungen, der Typ. Das sieht richtig ein bisschen doof aus. Arrogante Meereselfen. Piraten. Soweit ich mich entsinne, sind sie nicht für Überfälle auf Kenatis Rast bekannt. Oh, und sie lieben Schlangen. Aber ich bin sicher, dass wir beide wichtigere Dinge zu erledigen haben. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Wir sollten uns allein unterhalten, bevor ihr abreist bei den Statuen im Norden des Lagers. So, okay. Hätten wir das auch erledigt. Da, seht ihr? Ihr passt dazu, niemand wird euch hindern zu gehen. Aber, wie dieser sagte, hier gibt es Chancen für diejenigen, die aus dem Himmel fallen. Eal Seal ist von seinem neuesten Spielzeug überaus beeindruckt. Aber die Untoten sind für alle auf Kenatis Rast eine Bedrohung. Falls ihr wollt, könntet ihr den Tempel der trauernden Quellen durchsuchen. Findet heraus, wie ihr die Toten dort einsperren könnt. Dann sollten auch die Einheimischen sehen, dass wir als Verbündete hier sind und nicht als Eroberer. Karinit hat euch erzählt, wie der Orkan die Flotte an der Küste von Kenartis Rast geschleudert hat. Jetzt fallen Seevipern über unsere gestrandeten Schiffe her wie die Aasgeier. Merkwürdig, ja? Ihr könntet euch an der Küste umsehen, wie die Kommandantin es gesagt hat.
Beweist euch gegenüber den Soldaten. Oh, in Mistral am nördlichen Ende der Insel wartet weitaus weniger glanzvolle Arbeit. Treffen wir uns dort, sobald ihr entschieden habt, was ihr tun möchtet. Bis dahin mögen helle Monde eure Schritte leiten. Lebt wohl und lang, mein Freund. So, jetzt haben wir mehrere Zielorte. Wir haben hier einmal untersucht die Seewibern in den zerrütteten Untiefen. Oder untersucht die Untoten im Tempel der trauernden Quellen. So. Und wir erkennen an dem ausgefüllten Weiß, ob wir jemanden oder ob wir einen Ort schon fertig haben oder nicht. Schwarz heißt, da haben wir noch nichts gemacht. Da können wir noch was entdecken. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal darüber. Zu dem Punkt. Wir haben ja noch Zeit. Nehmen wir natürlich mit. Können wir verkaufen erstmal. Solange wie wir noch kein Handwerk erlangt haben. Wir müssen auf jeden Fall was verkaufen. Wartet mal, wie geht's hier weiter, gell? Ja, da gibt's nichts. Ja, guck mal, da haben wir schon wieder zwei Orte entdeckt. So, Schmetterling brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich gar nichts erstmal. Kann mich einer von euch hören? Ihr da, habt ihr meinen Trupp gesehen? Wir waren auf der kleinen Alkosch als Teil der Flotte des Dominions, die nach Kenatis Rast gesegelt ist. Dann zog wie aus dem Nichts ein Orkan auf. Segel wurden zerfetzt, Rümpfe rissen und wir wurden über Bord geschleudert. Ich bin hier gelandet, aber ich kann den Rest meines Trupps nicht finden. Ich dachte, ich hätte einen von ihnen rufen gehört, aber das Meer verzerrt Geräusche, wenn sie verwundet oder eingekesselt sind. Könntet ihr die Augen nach meinen Soldaten offen halten? Sie heißen Edelas, Onglorn und Nistel. Zu zweit können wir ein größeres Gebiet absuchen. Ich bin sicher, dass mein Trupp es lebend an Land geschafft hat. Die Seesoldaten des Dominions trotzen ständig den Versuchen des Meeres, uns zu ertränken. Aber Orkane sind eine andere Sache. Ich befürchte, meinem Trupp geht es schlechter als mir.
Der Laderaum unseres Schiffes war voll mit einer alten bosmerischen Heilmedizin. Auf den Etiketten steht zwar Fackelkäfersirup, aber die Seesoldaten sagen Leuchtsaft dazu. Als wir Schiffbruch erlitten, wurden die Flaschen über den Strand verstreut. Das muss die Alit angelockt haben. Gedrungene Geschöpfe, die nur aus Zähnen, Klauen und unstillbarem Hunger bestehen. Seit ich wieder zu mir gekommen bin, höre ich sie den ganzen Strand hoch und runter. Sie denken mehr mit ihrem gierigen Magen als mit ihrem Erbsenhirn. Ich habe gesehen, wie eines der blöden Viecher eine ganze Flasche mit Leuchtsaft verschluckt hat. Viel Glück. Tut ihr mir einen Gefallen? Falls ihr sie vor mir findet, dann sagt ihnen, dass die See mich noch nicht getötet hat. Werden wir tun. So, jetzt haben wir hier gerade... Oh mein Gott. Aber pass auf. Wir müssen erstmal die ganzen Quests einsammeln. Achso, das sind die Typen. Das machen wir direkt nebenbei. Wer seid ihr? Sie ist noch am Leben? Gut. Das ist gut. Ich wurde von den Wellen gegen das Schiff geschleudert. Habe mir ein paar Rippen gebrochen. Nicht gerade das schönste Gefühl. Leuchtsaft? So, reicht das schon? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, deswegen. Schmeckt wie Sandalen, die in Minzparfüm gekocht wurden. Aber wenn es mir die Rippen zusammenflickt, trinke ich die ganze Flasche. Gut, ich werde Feldwebel Firion finden. Los, bringt sie heil zurück. Lebet wohl. Okay, such mal die anderen zwei noch. Ich habe viele Freunde in diesem Sturm verloren. Bitte bringt mir gute Neuigkeiten. Ich sah, wie sie im verdammten Sturm von Bord gespült wurde. Ich habe mich am Tauwerk festgeklammert, solange ich nur konnte. Doch das hat mir die Haut von den Handflächen gescheuert. Wenn ich keine Waffe halten kann, bin ich für meinen Trupp nutzlos. Habt ihr irgendwelches Verbandszeug? Ich habe meine Ausrüstung an die See verloren. Ich muss erst mal kurz was trinken, Entschuldigung. So. Geht weiter.